Wer ist Zufrieden. losfähig? Wer ist losfähig? Ich. Das ist meine Mit der allererste Losfee. Wolltest du gerade Frage. mit der Losfee Ja, starten? Nein, ja, das ist ja ja gar keine Frage, weil das haben wir letztes Mal schon definiert, dass der Hagi heute die Losfee ist und der Gewinner von unserem Wettbewerb von letzter Woche gekürt. wir einfach nochmal sagen, was es war, ist, weil Genau, wir haben alle letzte Woche zugelassen. wir haben den Marco Büro bei uns zu Gast gehabt, ehemaliger SCB- und Nazi-Goli. Es ist um das Thema Goalie-Karussell in der National League gegangen, weil, wie viel sind es? 17 Goalie-Verträge, die nächste Saison auslaufen. Und wir haben da wilde Spekulationen und kühne Thesen in den Raum geworfen, wer wo landet und was könnte passieren. Genau, und in dem Zusammenhang haben wir auch ein MySports-Abo für einen Monat verlost. Zwar haben wir müssen beantworten, in welchem Jahr dass der Marco Büro seinen lukrativsten Vertrag unterschrieben hat. Er weiß es vorhin noch, die Lösung? Ja, 2010 natürlich. Also mein Handy hat so nur noch geschellt, ja. Weil ich komme immer eine Nachricht über, wenn jemand auf Packoff auf den Insta-Account geschrieben hat. Und es haben wirklich ohne Scheiß jeden Tag etwa 10 Leute geschrieben. Also unser Podcast wird gelost. Das ist mal die erste gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht, er wird auch lang gelost. Wir haben es nämlich erst nach 40 Minuten gesagt. Und es sind extrem viele Nachrichten gekommen, die die richtige Antwort hatten. Und jetzt eben ist der Hagit los, aber wie genau funktioniert jetzt das Rad? Also, Was hast du ich dir habe mir da für da das einen Konzept überlegt? Ausgeklügelten Mechanismus 100, studiert, oder? einstudiert. Nein, zuerst 1 oder 2 musst du beantworten. Musst du dich für Zahl 1 oder für 2 entscheiden? Wir müssen zuerst herausfinden, in welchem Instagram-Account man anschaut. Sage 1. Gut, 1 ist der Pack-off-Instagram-Account. 2 Hoffentlich. werden MySports Nein. gewesen, weil sie haben sehr viel auf MySports geschrieben. Stimmt, ja. Und jetzt soll ich einfach da ein bisschen hin und her scrollen, Dann muss ich Stopp bis du sagen. Stopp sagst. Also Session loslassen, so wie mit einem Also, Glücksrad. ich He? leg jetzt los. Und dann machst du das Glücksrad. Und Stopp. Und Gunnar hat den Petey Erpan. Er hat die richtige Der Peter Pan Antwort. heißt das. Ah! Der Aber auseinandergeschrieben. Peter. Der Petey Erpan. Der Peter Pan. Pan. Also heißt er auch nicht, aber Gotteron-Fan, ein Junge, so wie es aussieht, einigermaßen. Er hat zwar eine Gesichtsmaske auf dem Vötli, darum weiß ich nicht, aber seine Antwort war: Marco Büro hat 2010 den lukrativsten Vertrag unterschrieben. Lieber Gruß, Christoph Engel im richtigen Namen. Wir schreiben dir nachher gerade auf Instagram und schicken dir deinen Gewinn. Gratulation. Ein Gratulation, Monat ja. gratis. MySports und die, die jetzt nicht gewonnen haben, bis am 14. September könnt ihr noch zum Spezialpreis euer Abo abschliessen. Und dann verpasst ihr kein Spiel von der Champions Hockey League und dann von der National League natürlich. Champions Ja. Hockey League ist gerade das richtige Stichwort. Gell, ist ja gerade das Ja, perfekte aufgreifen. Überleitung. Gell, Super gemacht. perfekt. Weil in dieser Woche geht es los. Am Donnerstag spielen die ersten Schweizer Teams. Studiospiel haben wir dann auch schon, und zwar mit Biuka Kosici. Und darum haben wir das zum Anlass genommen, auch der HCB heute noch thematisieren. Natürlich nicht nur mit Champions Hockey League, aber auch mit dem, der mit Biel schon durchgespielt hat, mit dem Mike Künstler. Und der hat doch gesagt, wir legen los, oder? Oder gibt es für euch noch etwas? Nein, ich kann Kannst du losschiessen. lassen. Also, sagen wir, das Episode 176, Pack off. Und das ist das 1:0. Wahnsinnsmöglichkeit hier. Fantastisch! Die Tor! Geniale Entscheidung! Fotofinish! Das Märchen ist perfekt! Mike? Und Herzlich willkommen da bei uns. begrüßen wir ja. Hi, Mike. Hallo, Mike. Jetzt für alle, die den Podcast hören, jetzt musst du mal die Hände in die Luft heben, Mike. Ja, genau. Die gesehen, haben es gesehen. Die auf YouTube schauen und die hören, man sieht an Mike seiner linken Hand, hat es einen Verband. Tell us the story. Ja, ich lebe weglaufen. Im letzten Vorbereitungsspiel bin ich auf meine eigene Hand gefallen und habe ja, meine Hand kaputt gemacht. Also ein Gegenspieler hat dich gecheckt, dann bist du umgekehrt oder bist du wirklich selber gestürchelt und auf deine Hand gefallen? Was soll ich jetzt sagen? Wir haben es nicht gesehen, offensichtlich. Siehst du? Ja, nein, ich bin schon selber umgekehrt. Gegenspieler war schon tätig, aber ich bin selber umgekehrt.
Oh shit, okay, das ist dann wirklich dumm gelaufen. Besonders, ja, dumm gelaufen. Aber sagen, was genau konkret ist noch nicht klar, das logischerweise ist nein, heute oder morgen wird das noch genauer abgeklärt und dann weiß ich mehr. Aber also, hast du das Gefühl, es ist etwas gebrochen und es ist etwas Längeres oder bist du guter Mut, dass das nur etwas Kurzes ist? Ja, ich habe schon Schmerzen, ja. Finger kann ich bewegen. Aber ja, ich kann es wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Ja, das ist sehr mühsam, weil es gerade im letzten Testspiel passiert ist. Du hast es gesagt. Eigentlich wäre die Saison so richtig lanciert worden mit der Champions League am Donnerstag gegen Košice. Wie gross war bei dir die Vorfreude gewesen, natürlich vor dem Vorfall, dass es dann endlich losgegangen wäre am Donnerstag mit der Champions League, das mit dem EHC Biel zu erleben? Ja, extrem gross. Ich habe es schon mal erleben mit Biel, aber ja, für die meisten ist es doch etwas Neues. Und ich finde es immer extrem spannend, wenn du gegen andere Teams aus anderen Ligen kann spielen kannst, um dort mache ich den internationalen Vergleich haben. Und darum ja, hätte ich mich sehr gefreut drauf. Du bist ich vergesse zu sagen, gute Besserung. Ja, von, ja, das müssen wir schon sagen. Das müssen wir schon noch anmerken. Eben, für dich ist Champions Hockey League eigentlich nichts Neues. Du bist ein absoluter Routine. Was deine sechste Teilnahme ist, glaube ich, schon, oder? Quasi, ja. Weiß ich nicht so genau. Ein Elite Prospect stimmt, ja. Das schon, ja. mit dem Z weiß ich nicht, wie du am Anfang wie viel nüchtern Einsatz kriegst. Aber eben, du kennst die Liga schon. Du hast schon ein bisschen erwähnt, was so die Herausforderung ist. Das bist jetzt auch ein paar Jahre zwar nicht mehr dabei gewesen, sich auch alles ein bisschen geändert. Inwiefern hat man es eigentlich auch verfolgt, wenn man das selber nicht jetzt mit da hat, das Ganze, in den letzten Jahren, wie das so in der Champions League gegangen ist? Ja, haben wir sicher verfolgt. Vor allem anfangs, also eben bevor unsere Saison eigentlich anfängt, ist das so ein bisschen der erste Ernstkampf. Und ja, man freut sich als Spieler, wenn es dann wirklich losgeht. Darum so die ersten Ernstkämpfe, die in der Champions League sind, die verfolgt man sicher noch mehr. Nachher, wenn die Saison ist, hast du ja, zum Teil selber Spiel oder ja, je nachdem. Aber sicher mindestens Resultat haben wir sicher immer verfolgt. Und dort natürlich, auch wenn sie in der Liga deine Gegner sind, hat man für die Champions League gleich auch ein bisschen für die Schweizer Teams mitgefiebert. Das machen wir natürlich auch. Und was mich wundert, oder? Viele Mannschaften haben jetzt logischerweise Testspiel, bevor die Saison anfängt. Ihr habt 4 Champions League-Spiele, bevor dann die National League-Saison anfängt. Und mich würde es wundern, ob das hilft, wenn du eigentlich schon einen Ernstkampf hast, also Champions League als Ernstkampf nimmst, oder ob es eher mühsam ist, weil es noch früher losgeht mit Pflichtspielen. Also hättest du lieber Testspiele, die wirklich Testspiele sind? Wie fühlt sich das an? Oder weil alle sagen, ja, mehr logisch, weil sie Champions... alle so gerne Testspiele haben, oder? Ja, nein. Wir und alle, nein, aber nachher kommen alle immer und sagen, ja, Champions League, die mehr Belastung und weiss nicht was. Und darum frage ich jetzt, dann wäre dann die Antwort, nein, ich hätte lieber nur Testspiele, wo man in der Schweiz, in den Trainingshallen irgendwo weiss nicht, wo sind. Vor ein bisschen über die eigenen Füße kann stolpern. Genau. Ja, und es niemand sieht. Genau, ja. Das bin ich mir nicht so sicher. Nachher kann man vorher überlegen. Genau, vor die Nennung versuchen, das Bild zu finden. Oder? Ja, hoffentlich nicht. ja, mehr Belastung. Bist du so oder so ein Spiel am Spielen? Eben, also, das ist einmal mehr, ja. Eben, gell? Das ist, okay, gut. Nein, aber ich, also als Spieler, ich glaube, es geht jedem gleich. Wenn es um etwas geht, ist es sicher immer lässiger. Weil einfach so, ja. Ich habe das Gefühl, in einem Freundschaftsspiel versuchst du vielleicht auch eher ein bisschen etwas oder machst etwas, was du sonst nicht würdest machen. Darum finde ich es auch fast schwieriger, zum Gegner zu entlassen in einem Freundschaftsspiel. Und wenn es dann wirklich um etwas geht, ist ja, es ist einfach nur schon vom Nervenkitzel her ist es etwas anderes. Und ja, ich finde es immer lässig, wenn es um etwas geht. Du hast vorhin angesprochen, dich reizt da vor allem gegen ausländische Teams zu spielen. Und da sind wir gerade bei einer Erneuerung von dieser Saison. Bis jetzt ist oder letztes Jahr ist es so gewesen, dass sie jeweils 4er-Gruppen sind. Stimmt, ja, 4er-Gruppen sind. Also, man hat gegen 3 Gegner gespielt, einmal daheim, einmal auswärts. Ist schon mal cool gewesen. Jetzt eine Erneuerung ist, dass man eigentlich gegen 6 verschiedene Gegner spielt. Also, es wird keine Gruppe mehr geben, sondern man hat effektiv 6 Teams, die man sonst eben eigentlich nie spielt, bei euch im Fall jetzt eben Košice, Innsbruck, Karlstadt, Växjö, Karlstadt, Beriestadt, Karlstadt heisst es. Karlstadt, die kommen wir durch. Beriestadt ist so. Kein Ort, ja. Genau. Und Tampere natürlich. Eben 6 Gegner, die man eigentlich praktisch nie spielt. Das ist schon eigentlich als Spieler zusätzlich geil, nehme ich an, oder?
Ja, ich finde es geil, dass man gegen möglichst viele verschiedene spielt. Das andere ist halt auch, wenn du ein Hin- und Rückspiel hast, kannst du dich wirklich mehr darauf einstellen. Du weißt schon, ein bisschen, was dich erwartet, so vom Spielsystem her, von den Spielern, von den einzelnen Spielern her. Und ja, so hat es halt Vor- und Nachteile. Aber ich finde es eigentlich geil, gegen möglichst viele verschiedene Spiele. Würdest du sagen, es bringt Spieler weiter, wenn man gegen finnische Teams, schwedische Teams, tschechische Teams kann spielen und dann nicht irgendwelche, sondern Top-Teams aus diesen grossen Eishockey-Ländern? Ich glaube schon, ja. Sonst sind es halt immer die gleichen 11 Teams, wo dann, ja, ein paar Jahre spielst, sind eigentlich immer die gleichen Spieler. Und so, ja, musst du sicher wieder auf etwas Neues einstellen. Du musst, ja, hat einer vielleicht einen anderen Trick oder es ist ein anderes System, das gespielt wird. Von dem her denke ich, ist es sicher eine wertvolle Erfahrung, die jeder Spieler kann machen kann. Was magst du dich vielleicht erinnern von letztem Mal, wo du so dabei warst, so, was eben so die Erfahrung hast, es können nicht welche Gegner mehr alles gehabt haben, aber so auch etwas dir aufgefallen ist, eben systemtechnisch und so, halt gemerkt hast, oh, das ist eigentlich anders mehr als in der Schweiz, wenn ich auf jemanden treffe, eigentlich ist. Ich glaube, das Eindrücklichste ist so, ich glaube, Augsburg ist das gewesen. Dort haben wir das erste Heimspiel dort gehabt und sie sind wirklich einfach all gross, kräftig gewesen, sind nur auf den Körper gekommen, ein bisschen so gespielt, aber die Fans auch völlig am Durchdrehen, hohe Stimmung gewesen, ist wirklich geil gewesen, zum dort zu spielen. Und also für mich ist es jetzt nicht das Problem, weil ich bin auch eher gross und kräftig, von dem habe ich jetzt nicht das Problem, wenn jemand auch körperlich spielt gegen mich. Ja, und dann hast du halt aufs Rückspiel eher ein bisschen darauf einstellen, hast gewusst, musst halt eher irgendwie davor fahren, dass die nicht verwünschen. Und nur schon, wo wir ins Einlaufen gekommen sind, die Halle war voll mit gegnerischen Fans. Also, wir haben uns wie bei einem Auswärtsspiel gefühlt. Und nur schon das ist sehr eindrücklich gewesen. Und die haben wirklich eine gute Stimmung gemacht. Und von dem her ist es halt schon ja, eigentlich etwas Einzigartiges gewesen, was wir so dürfen erleben. Ich glaube, Augsburg ist mit einem Extrazug, glaubst du, oder was, angereist von Augsburg her. Das mag mich erinnern, es war eine riesige Ja. Masse dort, wo da gekommen sind. Das ist schon das ist Wahnsinn. Also, eben, Das sollte ist schon halt auch etwas, erleben. was die Champions Hockey League ausmacht, oder? Für die Fans halt gleich auch, klar, teilweise ist es weit weg, aber man hat es jetzt ja letztes Jahr gesehen, Trappi-Fans, die, glaube ich, an jedem Auswärtsspiel mit ein paar hundert präsent sind, auch richtig geile Stimmung gemacht haben. Oft eben eigentlich auch mehr Stimmung als fast Heimfans, weil wir halt eh auch so, sage jetzt mal, eine laute Fankultur haben. Und ich finde, das ist so einer von diesen Reizen, wo das Turnier quasi auch ausmacht, oder? Einerseits wahrscheinlich, das haben letztes Jahr schon Spieler gesagt, Champions Hockey League, das Reisli als Mannschaft für euch, oder? Das ist etwas, was ein bisschen verbindet. Aber auch für die Fans ist es das Reisli, wo sich wahrscheinlich etwa die mal eine gute Erinnerung einbrennt. Wieder mal neue Bier probieren, oder? Wenn ich noch nicht kennt. Ja, ich denke, als Team ist es sicher cool, eben so zusammen noch immer zu weggehen und dann wirklich eigentlich so ein bisschen voneinander hocken. Du hast eine neue Erfahrung, die du zusammen darfst erleben. Und als Fan natürlich auch, weil dort musst du ein Wochenende frei nehmen und kannst eigentlich wirklich ja, eine neue Stadt bereisen. Und ist auch für die ein Erlebnis. Darum denke ich, ist es vielleicht für sie auch etwas Spezielles und macht vielleicht noch mehr Stimmung, wenn es wirklich etwas Spezielles ist, wenn es jetzt einfach am Dienstagabend irgendein Match ist, in dem Sinn. Und wenn ihr jetzt am 10. September, jetzt spielt ihr zwei Spiele daheim gegen Košice und Innsbruck, dann kommt eben Ferienstadt und Växjö. Wenn ihr das zweite Spiel gehabt habt, liegt es dann einmal noch drin, ein bisschen als Team noch vorzugehen und mal noch in eine Bar hocken und noch ein bisschen die Stadt anschauen? Oder ist das 4 Tage oder 5 Tage vor Saisonstart dann schon wieder ein bisschen zu knapp? Ja, ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wie das Sekretariat buchen. Wenn das der nächste Gruppe ist, ob wir gerade weitergehen oder nicht. Ja, das müssen wir dann wahrscheinlich spontan schauen, ob es für das noch Platz hat. Auf welchen von diesen Gegnern würdest du am, oder hättest du am meisten gefreut? Oder das ganze Team sich gefreut auf welche von diesen 6 Gegnern? Weiß nicht. Ist schon schwierig zu sagen. Vielleicht hat irgendwie, ja, ich denke jetzt mal, der Fabio Hofer, vielleicht Innsbruck am meisten, weil es halt der österreichische Club ist. Ich denke, so hat jeder ein bisschen etwas, ja, ein anderes Team vielleicht. Aber ich hätte mich jetzt wahrscheinlich auf die schwedischen Teams noch am meisten gefreut. Es ist auch gerade ein Also. Roadtrip, den wir dort machen, wie das der Raffi gesagt hat. Also, das ist sicher auch noch eine spezielle Angelegenheit. Schweden-Teams Oder plus Tampere 1. als Titelverteidiger, oder? Ja, die haben wir letztes Mal haben wir die auch gespielt gehabt, mit Biel in der Champions League. Von dort her würde ich es schon ein bisschen kennen, auch als Auswärtsstadion. Aber ich habe keine Ahnung, ob das Team noch ähnlich ist oder nicht. Von dem, also, ich wüsste wahrscheinlich keinen Namen mehr, der dort spielt.
Sind auch viele in der Schweiz jetzt, die dort gespielt haben letzte Saison. Also, ja. Der Trainer ist auch bei uns, also bei Bern. Genau, bei uns, aber bei Bern. Da hat sich einiges geändert. Ja. Wie muss man sich das eigentlich auch vorstellen? Eben, die Schweizer Teams, du hast gesagt, man kommt gegen die gespielt, es gibt immer die Anpassung, ein neuer Trainer kommt und so weiter. In der Saison ist es noch schwieriger natürlich, sich auf das Teams vorbereiten, Champions Hockey. Wie passiert das jetzt? Habt ihr schon ein bisschen angeschaut, was auf euch zukommt? Haben wir schon Überlegungen gemacht? Wie du gesagt hast, das sind so ganz andere Arten, wie sie da uns vielleicht Hockey spielen, als man könnte. Ja, muss ich ehrlich sagen, wir sind neue Trainer. Darum sind wir eigentlich mehr mit uns selber beschäftigt. Wir haben noch nicht gross. Sie wissen noch nicht mal, wie sie selber spielen. Wie sollen sie wissen, wie der Gegner spielt? Ja, da können wir jetzt auch noch nicht gut. Ich denke, es wird einen Tag vorher passieren oder so. Dass sie, also, Trainer werden sicher schon den Gegner studiert haben, schon letztes Jahr, was sie so ein bisschen gespielt haben. Und so, so ein bisschen Video zusammen gesammelt. Und einen Tag vorher, denke ich jetzt mal, vielleicht werden wir dann so ein bisschen Video anschauen von denen. Ja, Coaches können sich ja sowieso Kosic haben. Also, der Kosic Coach hat ja auch zu Österreich gecoacht. Also, genau, Informatikerin könnte Simon von dem her. Weiß er auch ein bisschen, was kommt, ja. Eben, das ist die perfekte Überleitung, oder? Zum über den neuen Coach reden, würde ich meinen, wenn wir schon von den Coaches haben. Petri Matikainen, der Name ist schon einige Mal gefallen jetzt, 56, Finn, neuer Trainer beim EAC Biel und vorher 5 Saisons in Österreich gewesen, bei Klagenfurt. Und jetzt Mike Künzle, du kennst ihn seit wann? Ist er Anfang August das erste Mal gekommen zum Team? Oder seit wann kennst du ihn? Also knapp einen Monat. Woche, glaube ich. Ja, bin ich so. Deine ersten Eindrücke? es ist eine andere Persönlichkeit, als wir vorher hatten. Und ich denke, es ist immer, wenn du einen Trainerwechsel hast, dann ist entweder das Team hat nicht funktioniert, wir haben schlecht gespielt, der Trainer ist irgendwie nicht gut gewesen, aber es ist jetzt eigentlich alles nicht der Fall. Es ist wirklich eine sehr spezielle Situation bei uns. Es ist, wir haben eigentlich gut gespielt, der Trainer und Spieler haben ein gutes Verhältnis zueinander gehabt und jetzt hat es doch einen Trainerwechsel gegeben. Ich denke, das ist sicher nicht ganz einfach. Aber wir haben doch schon einige Meetings gehabt. Er hat dann gesagt, es ist ein neues Kapitel. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Wir müssen mit dem klarkommen und eigentlich so schnell wie möglich vorwärts schauen. Er ist sehr ein Kommunikativer, was jedem hilft. Er weiß, woran er ist. Ob es dann nachher mal verleiden mag, wenn es ihm gerade ins Gesicht gezeigt wird, ist dann halt etwas anderes. Aber, ich denke, es ist sicher gut, wenn man so offen kommuniziert. Man sagt ja, der Antti Thürmann, der vorne Coach war, ist eigentlich ein Trainer, wo der Spieler relativ viel Freiheit gelassen hat, auch viel Eigenverantwortung eingefordert hat. Inwiefern kannst du schon sagen, ist das ähnlich oder ist er einer, der mehr vielleicht Zügel in der Hand hat und die Richtung noch mehr vorgibt? Ja, ich glaube, der Antti war in diesem Bereich schon recht extrem. Er hat wirklich mehr an Spieler appelliert, dass er das Spiel gut liest und dann eigentlich eigene Entscheidungen trifft. Und bei ihm ist es jetzt schon ein bisschen mehr so, dass man vor allem defensiv, muss halt einfach ein System haben, wo jeder am gleichen Strick zieht. Und dort ist er eigentlich schaut er schon darauf, dass das wirklich seine Vorstellungen sind, was auch voll okay ist. Und offensiv hat er uns eigentlich schon auch Freiheiten lassen. Das schon. Also weiß natürlich, sorry, was ich sage nochmal. Wie schwierig ist es eigentlich wirklich? Eben, wir reden immer, man muss ein neues System implementieren, wenn ein neuer Coach kommt. Wie würdest du es jetzt als Spieler beurteilen? Wie schwierig ist es wirklich, vom einen Coach auf den anderen zu wechseln, auch mit dem neuen System, eben bis man das dann wirklich drin hat? Hat jetzt der Monat schon gelangt? Weiß man schon ein bisschen, so funktioniert es dann. Klar, es stimmt noch nicht alles ganz, aber wie lange braucht man da als Spieler, bis man die neuen Ideen auch kann umsetzen und nicht immer zusammengeschissen wird? Sind die Ideen auch so unterschiedlich von Coach zu Coach oder eben spielen alle mehr oder weniger so das Gleiche und es gibt so Details? Ja, also es ist schon immer noch okay, das schon. Immerhin. Nein, es gibt schon. Ich glaube, das Problem ist mehr, dass wir halt über mehrere Jahre jetzt eigentlich immer das Gleiche gespielt haben und jetzt hast du halt das wirklich so ein bisschen eigentlich automatisiert und du musst jetzt zum Teil halt doch nochmal überlegen, wie muss ich jetzt genau vorchecken oder was haben wir genau gemacht oder was wir sollten machen. Und darum denke ich, braucht es schon ein bisschen Zeit noch, bis wir wirklich alle am gleichen Strick ziehen, aber ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen individuell, wie fest, dass man da dran denkt oder halt einfach Hockey spielt und eigentlich so ein bisschen instinktiv reagieren.
Aber kannst du ein Beispiel nennen, was anders ist? Irgendwie, keine Ahnung, aggressiver im Vorchecken oder Im Vorcheck ist, glaube ich, die grösste Umstellung. Dort ist es mit, dass wir viel aggressiver rangehen und dem Gegner eigentlich keine Zeit lassen. Und beim Anti war es mehr so, ja, du behaltest den Speed, schaust, dass du halt schnell wieder zurück bist, wenn du jetzt mal Außenposition bist, aber dann kommst du einfach schnell wieder zurück. Und bei ihm ist es jetzt schon mehr direkter, du willst den Gegner eigentlich unter Druck setzen. Und von dem her, eben merkst du vielleicht, ja, wenn einer jetzt einen Bogen macht oder so, das hat er ihm nicht so gerne, er will lieber, dass du gerade direkt auf ihn zugehst. Und ja, dort musst du dich halt vielleicht ein bisschen umstellen. Und sonst sind es aber eigentlich kleine Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Mehr Lauffarbe für die Flügel höre ich da. Ja, und Gegner können sich auf etwas gefasst machen. Die gegnerischen Verteidiger müssen schnell reagieren, sonst klöpfst du an der Bande, wenn dann der Mike Künz jetzt fahren kommt im Vorcheck. Das ist ja. Das andere macht er keinen Bogen mehr, jetzt geht er gerade drauf. Ja, jetzt einfach gerade drauf. Ja. Ich kann noch nicht über die Füße stolpern. Nein, sorry, jetzt nicht. Uiui, das stimmt sie. Aber es ist ja gleich das Samt. Es ist ja meine, ich nehme so eine Kettenreaktion, wenn du nur Details anpasst. Du sagst auch in der Angriffsauslösung und so weiter. Wenn der eine falsch läuft oder etwas anderes macht, ja, dann kann es eine Kettenreaktion geben. Dann gibt es einen Gegenangriff. Und das ist ja das, was man dort verhindert und wollte, auch konsequent das umgesetzt wird. Also, das ist irgendwie, plötzlich gibt es nicht mehr Lücken, die eigentlich nicht vorhanden sind. Das ist, denke ich, so ein bisschen das Mindsetting auch ein bisschen umstellen, dass man wirklich weiss, es hat auch Gründe, oder, warum es vielleicht so fordert. Ja, also ich glaube, das Wichtigste, egal bei jedem System, denke ich, ist das Wichtigste, dass einfach alles Gleiche machen und dass alle vom Gleichen reden. Und durch das müssen wir auch viel miteinander reden, viele Meetings oder einfach auch Video machen oder so. Aber es kommt eigentlich nicht darauf an, wenn 5 Leute auf mein Falsche machen, aber es macht alle das Gleiche falsch, dann kommt es nachher gleich auch gut raus. Also es müssen einfach alle 5 das Gleiche machen, oder? Und dann... Ja. Ja, kommt es eigentlich gleich auch gut aus. Aber ich habe vorhin gleich noch mal kurz darüber nachgedacht, dass du eingangs gesagt hast, ist eben wirklich speziell. Normalerweise gibt es einen Trainerwechsel, wenn etwas schlecht läuft. Und jetzt wirklich, wenn alle zufrieden sind, eigentlich, wie es läuft, alle mit dem Trainer, ja, also fast alle nehme ich an, alle werden nie immer gleich gut mit einem Coach klar zu kommen. Wobei, wenn, bei einem kann ich mir eben vorstellen, beim Anti. Aber trotzdem, und nachher kommt der Summerbreak, dort hat man sich jetzt eh nicht so gesehen, der Anti wahrscheinlich nicht, und dann kommt man zurück in die Halle und dann ist es wahrscheinlich wirklich nochmal so der Aha-Moment oder irgendwie der, ah ja, mal jetzt ist es wirklich anders, ein bisschen. Obwohl das eigentlich niemand zwingend hat wollen, ist eben wirklich einerseits für den Coach ein bisschen schwierig, nicht, dass er unerwünscht wäre, das ist das falsche Wort, aber wenn... Sagen Sie mir ehrlich, wenn alle hätten können wählen, wäre es am August am liebsten wieder mit dem Anti gestartet. Aber so ist es jetzt halt einfach faktisch nicht. Und das ist schon noch sehr, sehr außergewöhnlich im Sport allgemein. Ja, ich denke, es ist noch gut, vor allem, dass wir Ende Saison das schon gewusst haben. Du hast wieder Sommer lang eigentlich Zeit gehabt, um das zu verarbeiten. Und hast dann, wenn du die Saison wieder angefangen hast mit der Vorbereitung, dann hast du eigentlich wirklich können mit einem neuen Start anfangen und hast gewusst, jetzt kommt etwas Neues. Ist eigentlich für dich persönlich die Situation gewesen, wo es dann öffentlich wurde ist im Playoff-Final gegen Genf? Ihr habt es ja wahrscheinlich schon früher gewusst. Wie bist du mit dieser ganzen Situation umgegangen? Es ist noch speziell gewesen. Eigentlich, wenn du in der Garderobe gewesen bist, du hast es ihm nicht gross angemerkt, dass etwas anderes ist. Ich glaube, er hätte das auch nicht unbedingt wollen, dass du irgendwie Mitleid zeigst oder irgendwie ihn anders behandelst, sondern er hat eigentlich meiner Meinung nach ist es ihm fast besser gegangen, wenn er einfach normal behandelt worden ist, wenn einfach das Leben normal weitergeht. Und darum hast du eigentlich in der Garderobe nicht gross etwas gemerkt, dass er jetzt etwas hat oder so. Es ist eigentlich wie normal weitergelaufen in dem Sinn. Aber du hast schon so ein bisschen gemerkt, wir wollen noch ein bisschen mehr für ihn gehen, wir wollen, dass ihm gut geht sozusagen und ihm durch das auch Freude machen. Und dann schaffst du es irgendwie noch 15% mehr geben. Ja, das stelle ich mir schon extrem speziell vor. Oder? Man hat es ja nachher auch im Finale gesehen, jetzt auch in unserer Doku dann gesehen, wo wir gemacht haben, dass es schon etwas ausgelöst hat. Bei euch, vielleicht wollen wir auch nochmal zurückkommen zum Finale. Das eine verarbeitet eben das mit dem Anti, das andere verarbeitet die Finalniederlage im Game 7. Wie bist du mit dem umgegangen? Wie lange hat das gebraucht? Oder ist das immer noch ein bisschen... Also ja, logisch kannst du nicht vergessen, das ist mir schon klar. Aber ja, wie lange hast du gebraucht, bis hast du... Wie du an den Punkt angekommen bist, wo du sagen konntest, okay, jetzt kommt eine neue Saison und wir greifen nochmal an? Ja,
Es hat schon ein Zeit gebraucht. Es war schon recht bitter. Immer noch nicht so richtig, in dem Fall. mal jetzt. Ist okay. Jetzt schon. Okay. Ja, das ist schon. Nein, aber ich bin ziemlich gerade nachher bin ich noch für die Nazi aufgeboten worden für die Vorbereitung für die WM. Und wenn dann dort auch noch gerne für die Spieler zurückgekommen sind, dann noch erzählt haben, wie sie in den meisten vier gehen oder so. Das, ja, das habe ich jetzt nicht gerade los und bin halt noch ins andere angegangen. Ja, das stelle ich mir schon speziell vor. Ja, das ist wirklich eine ganz spezielle Situation. Schon fast mühsam hier. Ja, das aber ist wirklich das, mühsam, ja. Das vor allem der Teller erzählt sie wahrscheinlich noch laut an. Ja, genau, ja. Da musst du wirklich in einen anderen Raum gehen. Aber wie ist das jetzt über den Sommer, wenn du zusammengekommen ist, man tut sich irgendeine gewisse Zielsetzung ja machen, wie man das hergeht, eben ist die Verarbeitung, wie soll ich sagen, durch, oder wenn man zurück in die Kabine kommt, zu den ersten Vorbereitungswochen auch vom Eis wieder, kommt wieder wie so eine Eigenzielsetzung wieder hoch, oder wo man sich wieder probiert zu pushen. Und dann manchmal gibt es so ein Erlebnis, man probiert fast zu konstruieren, damit man wieder merkt, hey, in dieser Saison kann etwas zusammenwachsen. Wie war es jetzt in dem Sommer bei euch gewesen, eben so jetzt mit ein bisschen Distanz von der ganzen letzten Saison? Ja, wenn du wieder zusammenkommst, wird eigentlich nicht gross darüber geredet. Also ja, nur schon im Sommertraining mit denen, wo du zusammen bist, haben wir eigentlich nicht gross über die Finale geredet gehabt. Es ist dann wie schon für jeden abgehakt, es fängt eine neue Saison an. Und ich weiss nicht, wenn, ja, du kannst das höchstens als Motivation nehmen, einfach für dich selber, dass du das Gefühl eigentlich nicht mehr willst erleben und dann irgendwie mehr Motivation hast, um noch mehr trainieren und noch mehr Gas geben. Aber sonst, ja, ich denke, es hilft nicht, wenn so negative Emotionen in dem Sinn du irgendwie noch speichern oder noch, ja, noch wieder willst erleben. Wenn wir vielleicht noch mal kurz aufs Team zurückkommen, neuer Coach, das ist klar, aber dann im Kader, wenn man das Kader anschaut, dann sind da wirklich eigentlich grosso modo zusammengeblieben. Es hat ein paar punktuelle Veränderungen. Yannick Buren, der in der Verteidigung gekommen ist, ein Ian Derungs und dann noch zwei Junge mit dem Reichle und dem Reinhardt, glaubst du, oder? Der ist noch neu gekommen. Ja, letzte schon ist schon bei uns 7 Jahre. Okay. Ja. Aber sonst noch zwei neue Ausländer. Aber eben, eigentlich sonst das grosse ganze Gerüst ist eigentlich same wie letztes Jahr. Wie hast du die Veränderungen empfunden? Auch die neuen Spieler, die gekommen sind, die neuen Ausländer? Ja, es sind wieder mehr Finnen, gell? Finnenmafia da. Es folgt für sich. Nein, ist schon gut. Jetzt können sie miteinander ein bisschen reden, wenn sie mal reden miteinander. Das ist ein anderes Thema, gell? Ja. Ich meine, muss nicht so Angst, dass sie wieder herziehen. Nein, sie sind gut aufgenommen worden. Eben, weil wir auch schon ein paar Finnen haben, das macht es sicher ein bisschen einfacher für die, dass sie den Anschluss finden. Auch wenn sie irgendwie Probleme hätten, noch mit dem Leben, sonst noch irgendwie eine Umstellung da in der Schweiz. Aber sind eigentlich alle gut aufgenommen worden vom Team, auch die Jungen. Und ich denke, es hilft auch, wenn es der grosse Teil vom Team eigentlich zusammenbleibt. Einer zum Taktischen, dass dort halt irgendwie schon alle vom Gleichen reden oder sagen, ja, früher haben wir es so gemacht, jetzt machen wir es so. Dass wir, ja, keine Ahnung, dass halt wie schon die Kommunikationswege oder wie wir miteinander reden, dass das halt schon ähnlich ist, dass wir wissen, wie jeder tickt. Und dann auch weisst, wie das jemand muss angehen muss. Und das andere ist halt, dass du wie, wenn du eine Gruppe hast, die schon eingeschworen ist, wenn dann jemand dazukommt, macht es wie einfacher, dass du dann einfach nur einen Einzelnen kannst dazu nehmen, weil wenn jetzt wirklich 20 neue Leute wären. Das ist immer etwas, was über das PU letztes Jahr geheißen hat, wenn Leute reinkommen sind, oder? Wie gut, dass man die Stimmung in der Mannschaft ist, wie gut, dass man aufgenommen wird. Du bist jetzt mit drin, jetzt ist aber auch so, als das ist immer so, schon planen, dass möglichst wenig Verträge dann auslaufen. Auf Ende nächstes Jahr laufen die viel aus, die auch beispielsweise natürlich. Das ist jetzt nicht per se ein Faktor, aber trotzdem, auch für dich, oder? Schaust du auch ein bisschen, ob das Team probiert zusammengehalten werden, ob du der Teil davon bist oder nicht. Wie macht man sich selber Gedanken? Eben, auch weil man ja das schätzt, wenn so ein Kern und so eine Grossteil von der Mannschaft so zusammenbleibt. Ja. Deine eigene Entscheidung. Also, ich mache mir im Moment noch gar keine Sorgen über das. Ich habe jetzt zuerst mal einen guten Saisonstart haben, nachher ist die Hand dazugekommen. Jetzt habe ich wieder andere Gedanken, wo ich mich da fokussieren muss. Darum, auf den ersten Saison schaue ich eigentlich wirklich gar noch nicht. Aber ja, es sind natürlich mehrere Faktoren, die dort drin spielen. Der Trainer bleibt halt sicher auch nächstes Jahr noch. Das ist sicher mal auch ein Zeichen vom Club, wo ich denke, was sie wollen machen. Dass du weißt, was für einen Trainer das du hast. Weil das kann sicher auch einen grossen Einfluss haben auf den Karriereverlauf.
Darum, ja, jetzt zuerst mal schauen, wie der Trainer ist, wie es harmoniert zwischen mir und ihm, und dann, ja, dann werden wir weiter schauen. Aber ich will doch noch mal schnell auf die Verträge kommen. Sorry, Raffi. Es ist schon eine spezielle Situation. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, Goalie-Verträge auslaufen. Es sind 17 in der National League. Und bei uns sind es über 17 Verträge, die auslaufen von den Spielern, wo auch sehr viele gestandene Spieler mit dabei sind. Redet man über das zusammen? Macht das etwas mit dem Team? Ja, weißt du, also für uns Schunis ist es immer extrem spannend, um dann die Kaderlisten anzuschauen und zu schauen, wer ist frei, wer kann man behalten. Für den Steinegger wird es auch ganz eine interessante Aufgabe werden. Wie ist das für euch Spieler? Ja, die anderen haben wieder etwas zu reden. Absolut, absolut. Ich spekulieren da. Genau, genau. nein, der Garderobe redet im Fall eigentlich wirklich nicht gross drüber. Vielleicht schon mal so mit den engeren Spielern, wo du es gut hast, wo du vielleicht auch weiterhin zusammenspielen willst, dass du mal so ein bisschen herausfindest, was so ein bisschen seine Pläne sind. Aber sonst redest du eigentlich nicht wirklich gross über so Vertragssachen. Ich denke, für Biel ist es sicher auch gut, dass eben also auf einen Schlag eigentlich alle auslaufend sind, weil dann kannst du ein neues Team aufbauen in dem Sinn. Glaubst du, es ist gut? Also, es gibt auch viele Stimmen, die sagen, das ist eher ein bisschen schwierig dann für den Club, oder? Es könnte dann Unstimmigkeiten geben und so weiter. Unstimmigkeiten von wem? Von den Spielern? Ja, wenn du vielleicht eben keinen Vertrag mehr bekommst, wenn du schon bei einem anderen unterschrieben hast. Gut, aber das hast du jedes Jahr, egal wie viele Verträge das dann auslaufen. Ich glaube, es ist einfach challenging für den Sportchef, nicht? Also ja, erstens das hat er absolut, voluminöse mehr Arbeit, per se halt. Dann, aber ja, er muss natürlich, er wird ja jetzt schon ungefähr wissen, welche von seinen Leistungsträgern das er behalten will, weil das zu viel Geld kostet auf dem Lohnbudget. und was ja auch auffällig ist, wir haben den Mati kennen, dass man jetzt einfach die Aufstellung mal angeschaut hat, lässt die Linien Dallis auch so wieder spielen, wie der so der Andi Thürmannis hat spielen. Jetzt Luca Gunti gefällt, jetzt fällst du der Linie, jetzt ist er wieder keiner mehr oder aus der Brunnen Gunti. Aber ich sage einfach, trotzdem hat ja gleich auch gemerkt, dass das ja auch unter euch das harmoniert, oder? Dass jetzt eben am Menschen du da vielleicht auch mal schaust oder fragst, ob der Kollege noch mitmacht oder nicht. Das ist ja bei euch vielleicht auch mal... deine Linienkollegen, oder? Durchaus speziell, ja. Gut, die hat noch einen Vertrag. Nein, der Brunner nicht. Der Brunner nicht, aber der Gunti hat noch einen, ja, das stimmt. Aber ich sage, bei euch ist das jetzt schon mal spezieller. Also das ist ja auch etwas, das ist ja Harmonie, die ja so auch nicht Alltag findest, natürlich, oder? Sag jetzt einmal. Ja, aber ich will jetzt noch nicht zu viele Linienkombinationen hineininterpretieren. Nein, das ist noch... Nein, jeder Match ist wieder ganz anders gewesen und auch jedes dritte Training hat es wieder geändert. Darum, ich will wirklich noch nicht zu viel drin interpretieren. Mal schauen, wie wir dann anfangen, aber es kann auch wieder schnell ändern. Ja, also ich bin jetzt auch noch nicht zu fixiert auf irgendwie zwei Partner. Ja, ich denke, dass er wird sich ein bisschen ausprobieren und schauen, was harmoniert und seine eigenen Erfahrungen machen und nicht... Wahrscheinlich nicht zu fest auf letztes Jahr schauen, wer das dort zusammengespielt hat. Aber ja, ich denke, der Anti hat sicher auch lange Zeit gehabt, um herauszufinden, wer miteinander harmoniert. Und wenn du lange miteinander spielst, dann schaffst du auch irgendwelche Automatismen, wo du dann weißt, wer wo steht oder was für Spielzeug das du machen willst. Darum, ja, ich bin gespannt, wie das in die Linienzusammensetzungen werden sein, wenn ich dann wieder zurückkomme. Aber du selber nimmst es gelassen in dem Fall mit deinem persönlichen Vertrag, so wie ich das jetzt so ein bisschen rausgehört habe. Also ich meine, du hast eine sehr gute Saison gespielt, also musst du dir keine Sorgen machen, dass da kein Angebot kommt. Lass dir da Agent. Hast du überhaupt einen Agent? Du im Hintergrund arbeiten, und aber nimmst es eher locker. Und ja. So locker, dass man das Ganze halt kann nehmen. Aber einfach, ja, kein Stress, dass du jetzt bis Ende September musst, irgendwo den Kribbel drunter machen. Ja, also ich bin schon einer, der gerne Sicherheit hat, wo gerne meine Zukunft eigentlich gesichert hat. Klar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich nächstes Jahr immer noch Nationalspieler spielen werde, dass ich sicher irgendwo einen Vertrag bekomme. Aber ja, jetzt mache ich mir wirklich noch nicht zu viel Gedanken. Spielt es eine Rolle jetzt? Du bist 29, ich weiss nicht. Hast du Familie, Kind, das weiss ich gar nicht. Frau habe ich. Frau hast, es wird vielleicht werden mal Kinder planen, sie, keine Ahnung, auch egal, aber man startet an einem anderen Punkt mit 29 als vor, wie alt bist du, als du deinen letzten Vertrag bei Biel unterschrieben hast? Vor zwei Jahren. Ja. Macht wahrscheinlich schon einen Unterschied, oder? Du bist jetzt auch in der absoluten Prime wahrscheinlich von deiner Karriere. Welche Überlegung spielt deine Karriereplanung, sage ich jetzt mal, eine Rolle, ja?
Ja, es sind schon andere Faktoren, die innen spielen, wieder, wo ich 21 war. Dort sind es vielleicht mehr, ja, ich sage jetzt mal, dort habe ich am meisten darauf geschaut, wo dass ich mich am Menschen entwickeln kann, wo dass ich am meisten Eiszeit bekomme. Es ist auch sicher jetzt noch ein grosses Thema, wo dass ich am meisten Eiszeit bekomme, wo das auf mich gesetzt wird. Aber jetzt ja, spielen auch andere Faktoren, persönliche Faktoren spielen da noch drin in die Entscheidung, wo dass ich dann nächstes Jahr wird spielen. Was man sicher kann sagen, so ein dein Profil ist jetzt eins, wo es jetzt nicht wie Sand am Meer gibt in der Schweiz, oder Hagi? Das wirst wahrscheinlich du wahrscheinlich unterschreiben. Du siehst noch ein bisschen mehr Hockeyspiel als ich, aber eben der Power Was meinst du mit Forward, dem Vollplex wo... ja, die Frage kommt später noch, wieder? die ist in Insta-Story Ist zuhauf wirklich aufgeworfen immer worden. Nein, ich meine jetzt mehr eben so den Power Forward, wo man vielleicht aus der NHL kennt, aber wo jetzt nicht so der typische Spielstil von einem Schweizer ist, würde ich jetzt mal sagen. Das Wuchtige, das Schnelle, aber auch Scoren, so ein das Verein. Was ist jetzt die Frage? Was soll ich sagen? Ich kann Hagi seine Expertise noch Ah, anziehen. du hast ja Hagi gefragt. Das habe ich jetzt auch nicht ganz gecheckt. Ja, nee, das stimmt natürlich schon. Also, du wolltest schon mehr darauf ansprechen, dass eigentlich das Profil eh gesucht wird, natürlich Ja, auch von diversen es Vereinen. gibt's Ja. einfach nicht so oft. Nein, also, wenn man einen anderen in den Sinn kommt, vielleicht Galvin Thür kaufen oder wo vielleicht auch ganz in die ähnliche Richtung geht. Und bei ihm haben wir dann auch schon gesagt, oder? Also, das ist auch so jemand, wo, ja, werden eines von mir so ein bisschen unterschätzt, der Schweiz. In der Schweiz hat man ja gerne vom schnellen Hockeyspieler, vom schnellen Hockey, also vom Technischen und so weiter. Und dann das kannst du kombinieren, auch mit dem Körper natürlich, ja, das gibt es da gar nicht so viel. Also jetzt eben, du jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele der Vereine nachher anstehen, aber ich glaube, es ist schon ein Spielertyp, wo sicher sehr gefragt wird sie. Und ich denke auch darum, habe ich das Gefühl, musst du dir eigentlich keine Angst machen mit 29, was nach dieser Saison kommt, hat jetzt mal behauptet. Ich habe keine Ahnung, wie viele Teams das Interesse mir haben. Das, Eine Agentfrage, ja, oder Teams. ja. Nein, ich habe, eben wie gesagt, ich habe jetzt auch noch keinen Kontakt mit dem Agent, weil ich will wirklich einfach zuerst mal in die Saison starten, mal auf das fokussieren. Also ja, jetzt zuerst mal schauen, dass die Hand wieder gut wird, dann gut in die Saison starten und dann, ja, das andere kommt dann nachher von allein. Wenn wir nochmal in die Champions Hockey League, oder wenn wir wundern, es gibt ja noch Genau. neue Regelungen dort, Wir oder? wollen Ja, jetzt wo. wissen, ob der Mike die neue Regel Eben kennt. drum, das ist noch die Ui, Frage, oder? jetzt. Und vielleicht komme ich plötzlich in die Liga ja auch rein, oder? Das ist die andere Frage. Die Saison noch nicht natürlich. Aber hast du mitbekommen, dass sie dort irgendwie ganz Du gehst neue am Googlen, Regeln schon am Googlen. reguliert? Nein. Also, ich weiß nur eine. Gibt es mehrere? Es gibt Gibt drei, drei. ja, drei. Aber Drei. es geht alles ums Ähnliche. Es geht alles Okay. um Special Teams eigentlich, wenn man so Ja, will, also ja. ich weiß nur, dass 2 Minuten Strafe weiterläuft, wenn man ein Goal schießt. Aber ja, ich weiß nicht, wie sehr dass es wird ändern. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt das Gefühl, du brauchst meistens schon irgendwie 1 Minute oder so, außer du machst es gerade nach einem Bulli, machst du das Goal. Aber sonst musst du irgendwie gleich das Powerplay aufziehen und dann etwas kreieren. Ich weiß nicht, wie sehr dass sich das jetzt wird ändern. Ich meine, Sicher in. wie viel doppelte Goal gibt es in einer 5-Minuten-Prozession? Auch nicht so viel, oder? Eben. Ja, eins Darum höchstens denke hätte ich, ich sehe ich gesagt. es Ja. eben Ja. auch nicht, eigentlich ähnlich wie du. Ich glaube, der Impact von dieser Regel, eben, dass man das Straf weiterläuft, wenn man das Goal Aber gemacht hat, in Überzahl. ist nicht eher für das Defensivteams-Problem. Also, wenn du irgendwann immer so viele Strafen hast und immer die Fall 2 Minuten musst du durchspielen, also dann haust du vielleicht bei Ja. 5 gegen 5 plötzlich auch noch das Gag, einfach nicht magst und die Linie musst du neu formatieren. Ist das nicht eher dort auch Ja, ich da hätte jetzt auch passt im gesagt, eher für größten? das defensive Team ist es wahrscheinlich eine Umstellung, dass du halt eben die ganzen 2 Minuten musst eigentlich mehr Energie aufwenden. Und zwischen für das offensive Team, ich weiß es nicht. Eben, machst du vielleicht ein Goal, aber das machst du sowieso. Und dann, ob nachher noch die 20 Sekunden immer noch 5 gegen 4 spielst, ich weiß jetzt nicht, ob das einen großen Einfluss hat. Und wenn Mal wir noch, sie, dann kannst du die restlichen zwei noch erklären als unser Schiedsrichter-Experte. ja, genau. Ja, die eine Regel ist, wenn 5 gegen 5 gespielt wird und nachher gibt es ein Foul und der Schiri zeigt eine Strafe an und es kommt ein Goal, dann ist früher, also das Goal hat logischerweise gezählt und dann hat es keine Strafe mehr gegeben, also die ist nicht ausgesprochen worden. Jetzt würde die Strafe ausgesprochen werden und man könnte dann zusätzlich nach dem Goal noch im Powerplay spielen. Das ist die eine. Und die andere, die finde ich eigentlich fast interessanter Für dich und als spannender. Boxplay-Spezialist, Mike? Für die, ja, also die musst du merken, also wenn du einen Shorthander machst, dann löscht dich, also wird die kleine Strafe gelöscht.
Also Shorthander, ja. Genau. Dann wird dann nachher wieder 5 gegen 5 gespielt nach einem Shorthander. Heißt jetzt das, dass man spekulativer unterwegs ist im Boxplay und unbedingt die Kiste erzielen und irgendwie an der blauen Linie stören, dass man dann alleine losziehen kann? Oder wahrscheinlich ändert es eigentlich nichts für euch, nehme ich jetzt mal an. Also die grösste Umstellung ist eh für die Schiedsrichter und nicht für Spieler, denke ich jetzt mal. Und um komplett Türli. Ja, und die Funktionäre. Ja, die im Häusli, genau. Ja. Und für die Fans. Ich sehe schon Pfiff und weiss nicht was. Ich sehe es schon im ersten Spiel. Aber es ist nur Champions League, oder? Es ist nur Champions League, ja. Ja, ich finde es eigentlich noch geil. Also, eben, du wirst wie doppelt bestraft, wenn du Strafe machst und noch das Goal bekommst. Finde ich voll okay. Und dann hast du wirklich verkackt, dann wirst du wirklich bestraft. Das ist echt wirklich gut. Ja, weil es ist schon irgendwie ein anderes Spiel. Wenn du eine Strafe angezeigt hast, glaube ich, die Defensivmannschaft ist dann schon nicht mehr ganz so fokussiert, weil es geht dann nur noch in dem Sinn darum, dass du den Böck berührst. Und dass dann noch ein Goal passiert, ja, da schaust du schon, dass es nicht passiert, aber du bist gleich nicht mehr ganz genau so konsequent dran, wie wenn du normal spielst. Darum, ich denke, das kann vielleicht schon noch ein bisschen Einfluss haben. Plus, ich glaube schon, dass die einen Boxplay-Spieler dann vielleicht eher mal noch in Angriff gehen. Schon, dass du vielleicht noch das Goal suchst. Das kann man schon vorstellen. Wer wäre dann Kandidat bei euch? Du? Toni Reihela. Toni Reihela und dann natürlich das Letzte. Mit seinem Speed, der läuft jedes Mal Zack, davon. Dann, einmal ausholen und dann, sind wir wieder 5 gegen 5. Ja, also bei diesen Schiri-Regeln, also bei diesen Strafen hat sich etwas geändert in der Champions League, aber auch beim Modus. Also, wenn ihr weiterkommen wollt, dann müsst ihr unter die ersten 16 kommen. Es sind ja 24 Teams, die mitmachen. Und es gibt einfach eine Tabelle von, eben weil es gibt keine Gruppen mehr, haben wir ja besprochen, von allen Teams zusammen. Und die ersten 16 sind im Achtelfinale. Also, das ist die Hürde. Das Spiel zählt. Genau. Und nachher ist die Playoffs erst. Zwei Drittel von den Teams kommen weiter. Also, das muss eigentlich das Ziel sein von euch, oder? Ja, aber. Also, für mich als Spieler, muss ich ehrlich sagen, ich habe es schon ein bisschen gewusst. Aber es interessiert mich eigentlich auch nicht so fest, weil ich eigentlich einfach jeden Match, den ich spiele, will ich gewinnen. Und dann heisst es halt entweder gut, hast du nochmal ein Spiel oder hast du kein Spiel mehr. Aber ich will eigentlich jedes Spiel, das wir haben, will ich eigentlich alles geben, meine beste Leistung prüfen und gewinnen. Darum ist es, ja, eben für uns ändert sich eigentlich nichts gross, auch in der Saison, wenn jetzt da irgendwie Play-ins oder ja, so noch ändert, das, ja, für uns kommt das nicht so drauf an. Wir wollen sowieso möglichst weit oben sein. Du musst einfach ungefähr wissen, natürlich eben, mit der Strafe, was weißt du, dass du nicht mehr drauf darfst, oder eben, dass du mit einem Unterzahl-Goal etwas damit kannst bewirken, oder im Play-in, jetzt in der National League, dass der Galfus-Goal schießt, ist, dass auch keinen Einfluss hat auf das nächste Spiel, nachdem. Nee. Das ist so eine Grundsache, oder? Die musst du eigentlich wissen. Das andere, ja, wie du sagst, wenn du wünschst, ja, das spielt dann eigentlich nicht so eine Rolle. Genau, ja. Okay. Raffi, kommen wir zu den Social-Media-Fragen? Ich würde sagen, es ist Zeit. Und die erste hat der Mike schon selber in den Raum geworfen. Wieso ein Aquarium auf dem Kopf? Die es nicht wissen, der Mike spielt seit 2 Saison, glaube ich, etwa, mit einem Vollplexi-Helm. Ja. Ja, ich stelle euch die Frage, wieso nicht? Ja, ich finde es clever. Es ist wirklich, ich glaube, es ist einfach immer, ich kenne es auch von den Hockey-Jungs, es ist einfach der Gruppendruck, um mit Plexi zu spielen. Ich finde es bei uns schon weich in der Drittliga und Zweitliga. Dort finde ich es völlig bescheuert. Und ich finde trotzdem spielst du, gell, Walsi? Nein, bist wahnsinnig. Ah, du spielst voll Plexi? Ja, sicher. Ich verstehe das. Ja, sorry. Leute, die bewusst wechseln von Gitter zu Plexi. Ja, aber das ist einfach cool. Ja. Mit 18 kann ich das Plexi anmachen und dann bin ich cool. Es geht eigentlich um das. Aber eben, auf deine Frage, es ist eigentlich clever. Also ja. Gut, bei dir hat es jetzt gleich noch einen Unfall gegeben in den Playoffs dort, das ist nicht dumm gegangen. Ja, aber gut, es kann immer passieren. Es kann immer passieren, genau, aber die Chance ist halt schon viel kleiner, dass der Töckel rausgeht oder einen Stock ins Gesicht bekommst. Oder, ich meine, es kann so viel passieren, so viel auch ungewollt, nicht extra. Von dem her, ich finde es clever. Und ich glaube auch in der Nazi A, habe ich das Gefühl, das kannst du besser sagen, Mike, ist halt auch eine Art Gruppendruck, so, hey, man muss mit Plexi spielen, sonst ist man kein richtiger Hockeyaner. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. So kommt es auf jeden Fall über, aber der Pascal Berger von Langnau hat sich auch entschieden mit Gitter spielen. Und auch nicht, weil er den Kiefer gebrochen hat oder so, sondern einfach eben, ja, weil er gesagt hat, ich brauche das nicht. Aber er hat 2 Zähne, hat er gesagt. Genau, ja. Ja,
Und das ist ja eigentlich meine Antwort, wieso nicht. Ich finde es eigentlich okay, also es spielst ja nicht besser oder schlechter, weil du jetzt Plexi hast. Also ich habe, als ich 18 geworden bin, habe ich mich eigentlich entschieden, ich spiele immer noch mit Gitter, weil ich habe jetzt über 10 Jahre auch mit Gitter gespielt, als ich 18 bin. Darum ich habe ich nicht so einen Grund zum Wechseln. Das Team hat mir aber das Plexi montiert. Und dann habe ich im ersten Training wieder gewechselt. Das ist etwa eine Woche lang so gegangen, gell? Immer hin und her. Immer wieder abmontiert, irgendwann haben sie es versteckt, dann haben sie es natürlich nicht mehr gefunden, wieder ein neues gekauft und irgendwann gefunden, komm, ich mag das Spiel nicht mehr mitmachen. Und dann habe ich halt das Halbplexi gehabt. Und gerade dann merkst du aber schon, dass du eigentlich ein bisschen anders spielst, weil sonst bist du wie sicher gewesen, du hast nichts im Gesicht. Nachher bist du vielleicht ein bisschen zögernd in Zweikämpfe gegangen, du bist nicht mehr so vor dem Goal gestanden, weißt du, um einen Screen machen oder irgendwie so. Bis du dann nachher so ein bisschen daran gewöhnt hast und du weißt, es ist eigentlich nicht gross etwas passiert. Aber ich habe gleich, ich weiß es im Fall nicht mehr, also eben, Durchstock ins Gesicht bekommen, wo ich irgendwie nähen musste oder so, wenn es nur ein, zwei Stiche sind. Aber mit den 10 habe ich eigentlich mehr oder weniger Glück gehabt. Ich habe nur einmal die Halbschaufel abgebrochen gehabt. Und ich habe zweimal die Nase gebrochen. Also es hat bei mir schon auch etwas passieren müssen, dass ich es eigentlich gemerkt habe. Und die Nase ist dann wirklich nicht unbedingt im Sport, aber im Alltag vor allem ist es mühsam gewesen. Also ich hatte eine Mühe zum Einschlafen, weil ich einfach immer verstopft die Nase hatte. Und durch das, wenn danach die Lebensqualität durch das leidet, habe ich gefunden, das muss jetzt wirklich nicht sein. Eben, also ist es das habe ich noch Glück gehabt. Genau, ja. Also aber, ist es das wert, das Plexi anzutun und dafür nachher im Alltag, nach deiner aktiven Karriere, nach 15 Jahren einfach nicht mehr richtig können schnaufen oder weiss? Also frage ich mich dann schon auch. Das geht mir mit meinem ganzen Körper so. Also ich hoffe, wenn ich Karriere beende, dass ich dann immer noch gesund bin, kann am Boden rumkriechen mit den Kindern. Und also dass ich eigentlich keine Beschwerden habe. Das ist eigentlich so meine grösste Hoffnung, die ich habe. Aber das Gesicht, eben, alles andere schützt du eigentlich auch. Wieso solltest du dann das Maul, die Nase, also eigentlich alles da auf dem Gesicht nicht schützen? Ich finde, das macht irgendwie nicht so Sinn. Darum, kann ich es vollbringen. Alles, was mit Zähnen zu tun hat, tut einem doch schon nur im Kopf wenn man hört, dass irgendetwas passiert. Nein, das ist so. Also, es ist ja letzte so eine grosse Diskussion immer wieder gewesen. Es ist eigentlich die Verletzung, die eigentlich fast am meisten könntest du noch verhindern, oder aus Hockeyspielersicht, wenn eigentlich da Vollplex ist. Es gibt so viel, der Böckes Gesicht, Stockes Gesicht, wie es gesagt. Und bei dir ist der CS, glaube ich, 2021 gewesen, oder? Wo auch im Check von Philipp Altisberger dann, oder entschieden hast, so, jetzt mache ich es Vollplex. Ja, warum ist er quasi dort wieder ein Haarfekt gekommen? Das ist eine Idee gewesen, wo der früher noch immer das Gitter abgeschraubt hat und versteckt hat. Ich habe im ersten Jahr in Biel, glaube ich, die Nase das erste Mal gebrochen in den Playoffs. Und dort habe ich mich dann zuerst entschieden, nicht zu operieren. Ich mache es nicht schnell in die Karriere. Ich fand, es ist nicht so schlimm. Aber ich habe dann wirklich gemerkt, das stört mich im Alltag. Dann habe ich sie operiert gehabt, habe dann aber wieder auf die neue Saison dann wieder gleich ein Halbplexi gehabt. Einfach weil ich es gewohnt war. Und es ist dann eben wieder etwas passiert. Da habe ich gefunden, okay, jetzt aus dem ersten Mal habe ich nichts gelernt, jetzt muss ich es lernen. Und habe es jetzt eigentlich so geändert. Ist aber auch kein... Also eben, ich finde es einfach blöd, wenn man es wirklich ganz nüchtern betrachtet, es macht einfach wirklich keinen Sinn, dass du das Gesicht nicht schützen. Es sind ja Leute, die immer erinnern, Philipp Bonson, der nur das Halbplexi gehört, hat er gesagt, es laufen am anderen Gesicht, nachher nichts. Oder? Im Vollplexi müsste es eigentlich noch viel schlimmer sein, theoretisch. Aber das ist einfach eine Gewohnungssache schlussendlich, oder? Es ist ja nicht so, dass du einfach nichts mehr siehst. Nein, also eben, es ist ja immer noch ein Plexi. Und unten dran hast du schon so Gitter, wo du eigentlich kannst rausschnaufen, dass sie eigentlich nicht so da laufen. Und es sind 30, 40 Sekunden. Du kannst nachher wieder auf die Bank gehen, du kannst es aufmachen, du kannst es putzen. Also eben, in den paar Sekunden, wo du auf dem Eis bist, es ist nicht so schlimm, dass es gerade alles anläuft. Darum, die einen sagen nur unten dran, weil du nachher nicht frei hast, freie Sicht auf den Böck, dass das noch stört. Aber ich finde, entweder hast du eine gute Technik, dass du gar nicht musst runterschauen musst. Und sonst schaust du halt oder so schlecht, dass es keine Rolle spielt. Ja, genau. Danke, Raffi. Und zudem ist noch eine Anschlussfrage dann auch auf Social Media. Eben, du hast gesagt, mit 18 sind die dummen Sprüche gekommen und dann hast du ein Ding versteckt gehabt. Jetzt, in der National League, gibt es manchmal noch dumme Sprüche von den Gegnern wegen dem Aquarium? Ja, jedes Spiel. Jedes Spiel? Ja. Wirklich? Ja. Also, was ist so der Klassiker, den du hörst? Ja, einfach irgendwie, dass ich Pussy sage, dass ich es abziehen soll, was auch immer. Weil ich glaube, das Problem ist meistens, ich bin halt irgendwie vor dem Goal oder noch irgendwie am Provozieren oder eben, ich schub vielleicht noch einen anderen oder was halt
Spieler gar nicht gerne haben, ist, wenn du das Gesicht langst. Weißt du, wenn du so ohne mit dem Händchen das Gesicht langst. Es tut nicht weh, aber es ist einfach mühsam, oder? Aber nervig. Und das können sie bei mir halt nicht machen. Und das nervt wahrscheinlich noch mehr. Und ja, haben dann das Gefühl, ja, sie könnten mir nicht weh machen, eben weil ich da halt geschützt bin. Und dann sind sie halt noch frustrierter. Gehe ich mal davon aus. Also ich finde es stark, dass du da drüber stehst. Und ich glaube, die Message von dir ist klar, dass ja die jungen Spieler, die vielleicht mal zu dem Zeitpunkt kommen, wo sie vom Gitternetz wegkommen, überlegen sie euch gut. Ob sie es machen, ja. Also ja, eben, bei mir hat es ja selber zuerst mal etwas gebraucht und gemerkt, es tut weh, wenn etwas kommt. Aber ja, das muss jeder selber wissen. Ich weiß nicht, ob es wirklich etwas bringt, wenn ich jetzt denen sage, hey, tu ein Vollplexi an. Ich glaube, das muss jeder irgendwie selber mal erfahren. Absolut, absolut. Aber ich finde, wenn es Spieler, wenn es Vorbilder gibt, nützt das sicher immer mehr, als wenn es gar niemand machen will. Weil dann ist das andere das ganz Normale. Ja. Gehen wir weiter in den Social-Media-Fragen. Ja, wie heisst dein Hund, wo der RF25 ohne Eis wissen? Mein Hund heisst Enya. Enya? Mit Sängerin, ja. Mit Sängerin, wegen ihr ist noch... Nein, ist nicht unbedingt wegen ihr. Aber ja, wir haben dann gemerkt, das ist wie Sängerin und ja. Heulen gleich oder was? Oder wie geht das? nein, ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist das nicht die, oder? Ja, eben, siehst du. Ja, etwas, was wir schon beantwortet haben, der Jason Kessel, wo du wissen, kann man dich jetzt im Topscorer-Game verkaufen, weil du verletzt bist, oder kommst du bald wieder zurück? Aber, wie alt ist denn das? Die Frage kannst du leider noch nicht beantworten, aber du glaubst natürlich an dich, dass du wieder stärker zurück wirst. Ja, wenn ich jetzt da noch irgendwelche Infos... Insider. Ja, das ist so, die uns hören, die haben Vorteile im Game, oder? Das ist ganz einfach. Ja, okay. Also, hören zu. Kaufen wir erst in 2 Minuten. Nur mal sicher gehen. Dann sinkt der Preis noch ein bisschen und nachher ist es gut. Ja, kleine Vorankündigung: Pack-Off-Gruppe wird es auch wieder geben mit einer gewissen Anzahl Plätzen, die man uns challengen kann. Aber das dann in einer späteren Episode. Dann ist auch oft das Gefühl, da jetzt vom Janik Kühnzi wahrscheinlich, wie es war, so kurz vor Schluss gegen Bern, den Game-Winner zu erzielen. Ja, also zuerst muss ich mal sagen, ich habe nicht gewusst, wie viel Zeit das wirklich noch auf der Uhr ist. Also ich habe schon gewusst, es ist irgendwie die letzte Minute. Aber ich glaube, hätte ich gewusst, dass es irgendwie nur noch 10 Sekunden sind, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr so vorchecken. Wäre wahrscheinlich einfach alles zurückgestanden. Also unter einem neuen Coach schon, oder? Ach gut, ja. Wir müssen. Nein, aber keine Ahnung. Ich glaube, du hast selten noch so... Also eben, die Chance ist so klein, dass noch etwas passiert. Aber ja, ich bin gegangen und habe... auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie halt eben auch nicht mehr so konzentriert waren, weil sie das Gefühl hatten, ja, das Spiel ist jetzt fertig. Und ja, es ist ein unglaubliches Gefühl gewesen, weil es ist noch das Entscheidende gewesen, dass wir die ganze Serie gewonnen haben. Und ja, noch gegen Bern ist sicher noch mal spezieller und haben auch sehr, sehr viele Reaktionen bekommen von den Bieler-Fans. Und von den Bern-Fans auch? Nein, von denen nicht. Ist keine Wut-Message gekommen? Nein, da habe ich eigentlich nur mit einem Glück Team. Da habe ich nur mit einem Team so ein bisschen Mühe. Also dort, mit wem? Eigentlich immer, wenn wir gegen Ambri spielen. Wirklich? Also, wenn wir da mal Kommentare, das ist ganz primitiv. Ja. Okay. Was hast du denn danach da mal mit dem Z noch? Oder hast du irgendwo ein spezielles Spiel gehabt mit Biel? Oder? Ja, eigentlich mit Biel. Bei Zürich noch nicht so. Bei Biel habe ich im GÖP mal einen Ausländer von ihnen gecheckt, der nachher verletzt war. Dort ist nachher viel, schon fast Hassnachrichten gekommen. Dann habe ich auch mal noch einen Hattrick geschossen gegen Ambri. Darum, es ist irgendwie nie. Kumuliert sich, ja. Und mit dem Daniele Grassi habe ich auch mal ein Zeug gehabt. Dort ist nachher halt auch, Tausende von Nachrichten kommen von anderen Fans. Ja, die sind natürlich heißblütig, das verträgt sie nicht, wenn da ihre Schützlinge angegriffen werden. noch Abschlussfrage, eine, die auch mehrfach gekommen ist. Wie ist der Unterschied? Du bist lange in Zürich gewesen, jetzt lange in Biel. Ja, wenn du Städte und so vergleichst, was ist da der Unterschied aus deiner Sicht? Also die Frage war immer, gell, Zürich ist die geiler Stadt. Das muss ich schon so sagen. Rafa. So habe ich das gelesen in den Kommentaren. Das ist jetzt eine diplomatische Frage.
Ja, was muss ich jetzt? Auch Diplomat? Nein, du musst auch schon, ja. Besser. Ehrlich. Kommt drauf an, wer in Zukunft. Ja, genau. Ja, schön ist ja, dass beide einen See haben. Aber ich habe schon das Gefühl, Biel könnte noch ein bisschen mehr daraus rausholen, weil es gibt nicht so eine Seepromenade, wie es jetzt in Zürich gibt. Das finde ich halt sehr schön, dass du am See kannst entlanglaufen und irgendwie die Sonne geniessen, dort anhocken, etwas trinken, etwas essen. Das kannst du in Biel ein bisschen weniger. Es gibt zwar ja, ein, zwei Reste schon am See, aber es ist nicht so, dass du eben dort hin kannst gehen und ja, so ein bisschen den Nachmittag geniessen. Das gibt es eigentlich nicht so. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, Zürich ist auch noch schwierig zum Vergleichen. Zürich ist eine Weltstadt, ist viel, viel grösser als Biel. Darum ja, finde ich es noch schwierig zum Vergleichen. In Zürich kannst du halt wirklich alles machen, es hat alles. Und in Biel ja, ist es doch eher ein bisschen kleiner. Es hat auch seinen Charme, aber es ist nicht, ja, ich weiß nicht. Wie sieht es mit dem Französisch eigentlich aus unterdessen? Mit meinem Französisch? Ja. Oh, dann habe ich aufgegeben. Hast du aufgegeben? Ja, das habe ich ganz aufgegeben. Ja, ich habe es am Anfang mal probiert. So ein bisschen Alltag mit Einheim, also mit denen von Biel, weil die eigentlich immer bilingue sind. Mhm. Es ist noch speziell, in Biel habe ich auch schon Konversationen zugelassen, wo eine Französisch redet und die andere Deutsch. Und die reden dann einfach immer wieder, also sie einigen sich eigentlich nicht auf eine Sprache. Eben die eine redet Französisch, die andere Deutsch. Und dann, ja, verstehen sich eigentlich. Und, ja, aber ich habe eigentlich versucht, Französisch zu reden. Sie haben aber von Anfang an gemerkt, dass ich es gar nicht kann. Ich habe zwar Mühe gegeben, ich habe es in der Schule auch gehabt, aber ja, nicht so funktioniert. Und dann haben sie eigentlich immer auf Deutsch gewechselt und darum habe ich es nie wirklich gelernt. Irgendwann habe ich es aufgegeben. Aber wenn sie mit der Deutsch reden, dann ja, spielt es auch keine Rolle, dann ist schon so. Ja. Das ist so wie beim was ist der Bilingue, wo sie einfach immer alles auf Deutsch und auf Französisch sagen. So. Das ist völlig speziell, wenn du das erste Mal siehst. Irgendwie, ja. Das stoppt ja mal an. Dort haben auch schon Kollegen gesagt, wenn sie Tele Bilingue hören, sie haben gleich das Gefühl, sie verstehen alles. Wenn ihr kein Französisch könnt. Mhm. Aber eben, weil gleich die Hälfte auf Deutsch ist und du kommst gleich im Französischen so ein bisschen mit über, um was es geht. Irgendwie geht es dann gleich. Aber ich glaube, wenn es nur Französisch wäre, dann würdest du wahrscheinlich nicht verstehen. Mhm. Aber ich finde es dann gut, den Mixen so. Es gibt bei euch in dem Fall keine Klasse, also für die Spieler, wo du kannst gucken, Französisch lernen. Weil bei Amber in Lugano gibt es das ja für die Deutschschweizer, die dann zusammen in der Klasse dort sind und Italienisch lernen. Bei uns ist das ein Projekt noch nicht angedacht. Nein, aber es ist halt wirklich speziell, dass du halt mit beiden Sprachen eigentlich durchkommst. Und bei uns im Team gibt es jetzt auch nur noch zwei Welsche und die können halt beide Deutsch. Darum ist Französisch eigentlich nicht mehr gross. Es ist eine aussterbende Sprache. Finnisch, wenn schon Finnisch muss gerade. Ja, Finnisch. Finnisch wird aufgemacht. Ja. Wir sind schon bald wieder bei dieser Stunde angekommen. Raffi, hast du noch irgendetwas von Social Media? Nein. Oder sonst, was dir im Kopf sonst schwebt? Sonst etwas, was mir auf dem Herz liegt, wenn ich dir, Raffi, noch will sagen, hast du das Goal gesehen vom Ruzzolainen gegen Lugano? Hast du jetzt Raffi gesagt? Ja, ich? Du? Ja, sicher habe ich das gesehen, ja. Und als Kloten-Sympathisant von früher noch blühte das Herz. Ja, gut, jetzt Klot hat einen besseren geholt mit dem Mojamäki. Aber ja, der Ruzzolainen hat das immer gemacht, die Testspiele so ein bisschen zaubert und so. Und nachher ist dann Anfang der Saison nichts gekommen letztes Jahr. Also von dem her, nein, aber es war ein riesen Top gewesen. Aber was halt noch die, geil, die es noch nicht find, gesehen haben, gehen sie anschauen bei uns auf Instagram. Mike, genau. Hast du ihn gesehen? Nicht gesehen, nein. Ja, musst du noch bei uns vorbeischauen und das anschauen. Michigan Move, Michigan sehr Move. Geil. Aber ich was schon eben... ein bisschen Verbitterung habe ich da schon noch ein bisschen rausgehört. Ja, ich ist gut, ganz so drüber. Ja, hast du gerade so in die Angriffsverteidigung in den Augen gegangen. Komm, schick ihn zum Mentaltrainer. Hat er nicht einen mit Bio? Vielleicht kann er das noch brauchen. Da. Das ja, dann muss ich das aber was ich eigentlich noch will sagen zu dem Goal, ich finde es immer einfach so geil bei den Finnen. Egal, was für einen Rahmen die schiessen, sie jubeln einfach nie überschwänglich. Sie, ja, der Chris Blake sie auf, gehen zu der Bank, jubeln jetzt auch der Rutz alleine und dann ist gut für dich. Also, vielleicht der Reihe ein, zwei Mal war ein bisschen emotionaler gewesen, wenn ich jetzt ein bisschen erinnere. Aber sonst finde ich, die machen ihre Rahmen, machen ihre Punkte und das ist einfach ihr Job und dann gehen sie raus. Da gibt es nicht gross etwas zu jubeln. Gehen sie heim, trinken ihr Bier und sind zufrieden. Und gehen in die Sauna und dann ist die Welt in Ordnung. Ja, nein, ja, haben wir das auch noch kurz angesprochen gehabt. Mike, danke vielmals. Danke viel, Mike. Ja. Also, danke vielmals, Mike. Ja, ja. Gute Besserung. Ja, gute Besserung. Am Donnerstag wirst du sicher nicht im Line-Up sein, so wie ich das einschätze. Aber, finde ich nicht, ja. Für alle anderen, die den Match schauen wollen, Biel gegen Kosice gibt es bei uns ab dem
19.25 Uhr auf MySports 1. Ab 20.08 Uhr gibt es dann auch noch Spiel von Genf gegen Hagi Ritmi. Nein, ich könnte gerade das Internet zu, ich weiß es nicht. Innsbruck, nein, jetzt bin ich, jetzt habe ich auch gerade den Knoten. Warte, ich habe es gerade. Warte, ich habe es auch gerade. Doch, Innsbruck. Tatsächlich, die haben auch Innsbruck. Kosice und Innsbruck, wo Biel ja auch hat, genau. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag sind dann schon die nächsten Spiele von Rappi am Freitag und dann. Dann vom Samstag wieder gegen Kosice wieder, genau, ja. Ihr findet alles bei uns auf der myspots.ch Seite und in dem Sinn, pack auf. Und das ist das 1:0. Wahnsinnsmöglichkeit hier.